Hallo Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Hier der erste FC Köln gegen Werder Bremen diesmal. Wir sind beim Pressetermin. Und was machen wir denn hier, lieber Timo? Ja, ich würde sagen, nach dem guten letzten Auftritt gegen Augsburg, und zwar ein ganz souveränes 2:0, da haben wir endlich mal wieder einen Dreier geholt, würde ich sagen, loben wir unseren FC mal in diesem enorm wichtigen und richtungsweisenden Spiel gegen Werder Bremen. Ich würde sagen, sowas wie... Ihr wart sehr stark im letzten Spiel, ihr habt souverän gewonnen, ihr habt zurück zur alter Stärke gefunden, zeigt das auch gegen Bremen, dann könnt ihr den Aufwärtstrend gegen Ende der Saison nochmal fortsetzen. Sehr gut, Taktik Timbo hat gesprochen, dann wollen wir das mal tun, und zwar den FC loben. So, die Jungs sind jetzt richtig hier erfreut. Energie ist Schlüssel zum Erfolg, meint Herr Pofingen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt abgeht. Gegen Werder Bremen müssen wir nämlich antreten, die auf dem dritten Platz sind, und das wird nicht leicht, das wird wirklich ein schweres Match. Und hier geht's um die Wurst. Ne? Ja, wenn Bremen gewinnen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, worüber wir natürlich uns mit aller Kraft gegen wehren werden. Aber wenn sie gewinnen, ziehen sie endgültig weg. Sind sie jetzt schon, ich weiß gar nicht, gucken wir nochmal auf die Tabelle. Okay, du willst nochmal einen Blick auf die, das kriegen wir hin. Nein, ich will das Spiel nicht beenden, ich will einen Blick auf die Tabelle werfen. Bundesliga-Tabelle, Liga-Tabelle, genau so ist recht. So. Siebter Platz, 45 und Punkte. Und Bremen ist nämlich auf Platz 3, für die geht es tatsächlich noch um den zweiten Platz. Und ja, sind jetzt schon 6 Punkte vor. Also wir könnten nochmal auf 3 Punkte verkürzen, könnten oben wirklich nochmal angreifen. Bei der Niederlage ist allerdings alles aus. Äußerst praktisch wäre es natürlich, wenn Dortmund auch verlieren würde jetzt heute. Ja, oder Schalke oder Leverkusen. Auf jeden Fall irgendwer, der vor uns steht. Dann sind wir wieder auf den internationalen Plätzen. Ja, das wäre doch ist ja auch unsere Vorgabe vom Verein. Deswegen müssen wir die auch irgendwie einhalten. Das muss ja irgendwie klappen, irgendwie funktionieren. Und ich hoffe, diesmal funktioniert das auch gegen Werder Bremen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Hinspiel ausging. Ich glaube, da haben wir verloren, ne? Glaube ich auch. Ich glaube, da haben wir verloren. Aber jetzt spielen wir auch zu Hause gegen Bremen. In Köln, im Kölner Stadion. Und hier sehen wir Timbo mit dem weißen Trikot von Reebok. Die grünen Bremer spielen im Trikot von Nike. Ja, und das ist natürlich nicht die Century Park Arena, wo wir heute antreten, sondern das Rhein-Energie-Stadion. 7. April 2012, Anstoß 15:30 und Schiedsrichter ist niemand Geringeres als der gute Heimo Wasserschneider. Profi, 6 Minuten trocken. Und beim FC, da spielen Gronk, Frittchen, Sereno, Jeromel, Sascha Ritter, Timbo, Peschko, der coole Cole Phelps, darf natürlich auch nicht fehlen, Sarraza und Lukas Podolski. Inklusive Novakovic, den wollen wir nicht vergessen. Der ist manchmal ein bisschen behäbig, aber eigentlich hat er in den letzten Spielen auch ganz gut reagiert. Ja, und, man sagen, der Volley. Das Volley-Tor gegen Augsburg war Weltklasse. Und grundsätzlich in letzter Zeit ist er treffsicherer hier im Let's Play als Podolski. Novakovic trifft verdammt gut. Ja, muss man sagen. Da können wir vielleicht nochmal gerade, es passt gerade ganz gut, nochmal über den echten FC reden. Da ist übrigens Novakovic aus dem Kader verbannt worden. Solbakken war ja kurz davor rausgeschmissen zu werden in Köln. Die Vereinsleitung hat sich dann doch nochmal für ihn entschieden. Er darf jetzt tatsächlich nochmal versuchen, den FC da unten noch rauszuholen. Am Ende der Saison Novakovic, Pitti, Pizzoni und André Senu wurden alle aus dem Kader verbannt. Ja. Also da wurden harte Maßnahmen beim FC. Man muss auch mal Zeichen setzen. Nichts gegen Novakovic, er hat viel für den Verein getan. In den letzten 5-6 Spielen allerdings 12 bis gefühlte 20 gar glasklare Torchancen liegen lassen. Da muss man nochmal sagen, so, wir haben dir die Chancen gegeben nochmal ein paar Wochen lang, aber langsam reicht's. Ja, da hast du absolut recht, also ich sehe das ähnlich. Ist natürlich ein Streitpunkt und ist nicht unbedingt die richtige Entscheidung, sowas kurz vor dem Abstieg vielleicht den FC ereilen könnte, wenn die Jungs so weiterspielen. Ist schwer. Ne? Aber das ist natürlich nicht das Beste unbedingt. So eine Entscheidung zu machen ist schwer, ob es richtig ist oder nicht. Andererseits, aber irgendwas muss man ja tun. Ja, und die müssen eh junge Spieler herholen jetzt. Ja. Es muss was passieren. Novakovic ist auch nicht mehr der Jüngste. Und wir brauchen Neuzugänge, wir brauchen neue Talente, wie damals Lukas Podolski. Ja, und wir haben eine starke Jugend beim FC, eine wirklich starke Jugend. Und die muss auch mal rankommen, so sehe ich das auch. Ist ja nicht so wie bei uns, wir haben ja noch ein paar Stars hier im Felde. Ja, neben Lukas Podolski, aber der wird natürlich dem ersten FC Köln fehlen, wenn er dann denn zu Arsenal geht. Aber wir wollen uns jetzt dem Spiel widmen. Ja, zurück zu Werder Bremen, im Tor spielt Tim Wiese, davor Papastathopoulos, Naldo, Wolf, Schmitz, Palacios, wer auch immer das ist. Ekici spielt bei Werder Bremen hier. Marin, Timborowski, Claudio Pizarro und Kakao. Pizarro habe ich übrigens gehört. Kakao spielt bei Bremen, hier ist auch interessant. Ja. Pizarro ein Angebot von Bayern München hat für nächste Saison tatsächlich. Habe ich so mitbekommen, nebenbei. Und Ivica Olic ist wahrscheinlich der Wechsel nach Wolfsburg schon perfekt. Deshalb wäre Pizarro in seinem Alter hinter Mario Gomez, vielleicht sogar neben Mario Gomez, wer weiß. Noch eine neue Alternative für die nächste Saison bei Bayern. Über Bayern können wir auch noch kurz reden. Die haben das Halbfinale erreicht, souverän. Die 2-0 in Marseille gewonnen, 2-0 zu Hause gewonnen. Jetzt wartet im Halbfinale Real Madrid. Das andere Halbfinale in der Champions League ist Barcelona gegen Chelsea. Also da sind wirklich 4 Top-Teams noch
im Halbfinale. Wirklich Heiliger Wahnsinn. Bimbambino, sage ich dir nur wieder. Und Pizarro und Kakao, das wird echt hart. Wie du schon angesprochen hast, zwei sehr gute Spieler. Verdammt stark. Und die könnten natürlich Gronkh auf die Probe stellen im Tor bei den Kölnern. Das wird kein leichtes Spiel hier. Und wir legen mal los. Das Mittelfeld auch noch super besetzt mit Tim Borowski, Ekici und Marin. Also die sind auch verdammt flink. Marco Marin ist wirklich auch so ein kleiner Flitzer. Scoutbericht von Werder Bremen, die mit einer Aufstellung von 4-1-2-1-2 antreten. Und die letzten drei Ergebnisse präsentiert von Timbo. 1-1 unentschieden gegen MSV Mainz. Kann passieren, ich weiß gar nicht. Ich glaube, gegen uns hat Mainz nicht so gut ausgesehen. Ne? Oh, ich glaube, da haben wir gut abgeschnitten. So, 3-0 gegen Augsburg gewonnen, das haben wir auch fast geschafft. Und ein 1-0-Sieg gegen Bayern München. Wow. Wow, und die haben auf jeden Fall einen gewissen Aufwind zu versprühen. Also das lief nicht schlecht hier. Clemens Fritz ist rot gesperrt, immerhin. Ja, aber die letzten drei Spiele keine Niederlage. Und Fritz war nämlich auch mal, Nationalspieler, ne? Ja. Ganz kurzfristig. Ja, ganz kurzfristig. Ich glaube, bei der WM 2006 war das, ne? Das kann sein. Ja, schon was länger her. Hat's dann aber nicht ganz gepackt, ne? Nee. So, muss man leider sagen. Obwohl er eigentlich bei der WM gar nicht mal so schlecht gespielt hat, wenn ich mich so dunkel erinnere. In meinem alten modrigen Gehirn, das ist ja nicht mehr viel Erinnerung. Das ist halt immer die Frage, ob man nur gut spielt, wenn das Kollektiv auch gut spielt oder ob man auch alleine mal überzeugen kann. Fritz ist für mich halt auch wirklich kein Ausnahmetalent, kein Nationalspieler. Muss man so sagen. Oh, der Ball ging ganz knapp drüber gerade, war ein schöner Schuss. Bam, und der mitten in die Arme vom Gronkh, vom Gregory the G-Onk. Aber hier ist er nicht the G, hier ist er the Keep, ne? Ach du Heiliger, das ist hier keine gute Aussicht. Sascha Rita, lassen wir heute lieber keine Torabschlüsse durchführen. Besser nicht hier beim Spiel bei der Bundesliga. Der 1. FC Köln tritt gegen Werder Bremen an. Und das wird richtig spannend, liebe Sportsfreunde da draußen. Das wird ein richtig hartes Match. Der 3. gegen den 7. Platz. Wir müssen aufholen und Bremen hat sogar noch die Chance, auf den 2. Platz zu kommen, wenn sie sich gut anstellen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Hier sehen wir nochmal die Gladiatoren des Fußballs, die jetzt hier die Arena betreten. Peschko, Fridolin Schlömpel, Sarrazar, Fridolin Schlömpel, von dem wir ein Trikot geschickt bekommen haben. Sehr, sehr freundlich. Nochmal ganz lieben Dank an den guten Rafa. Ja, war echt cool. Freue ich mich echt drüber. Ein cooles Ding. Super, ja. Da fällt mir gerade auf, wo die Mannschaften hier einlaufen. Bremen hat auch viele große Spieler in der Verteidigung hinten. Also ich glaube, mit Kopfbällen kommen wir unter Umständen heute nicht so weit. Ja, ist ein guter Ansatz. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Das könnte auf jeden Fall problematisch werden. Da können wir nicht nur Vakovic Stärke ausspielen wahrscheinlich, weil dann steht da... Ja, befürchte ich auch. Ja. So Naldo, der köpft da hinten alles weg. Er räumt da auf. Hier auch nochmal die Aufstellung von Köln zu sehen. Ein sehr guter Sturm, sehr offensives. Eigentlich haben wir eine sehr gute Mannschaft mittlerweile, muss man echt sagen. Ja. Gibt es einige Spieler, auf die man bauen kann. Wichtig auch, hat man gegen Augsburg gemerkt, dass Timbo wieder mit dabei ist. Gibt schon mehr Stabilität. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja, dann wollen wir mal. Los geht's. Sascha Rita, der in der Aufwärmphase interessante Tore verschossen hatte. Novakovic. Rang abgelaufen von Naldo, der da doch durchaus schneller ist. Marco Marin. Schöner Pass zu Borowski. Pizarro am Ball. Bremen spielt da ganz gut, sehr sicher, sehr ballsicher. Marco Marin zu Palacios. Oha! Und da ist die erste Attacke. Der Bremer. Kakao am Ball. Der Ball geht ins Aus. Ja, anfänglich müssen wir uns immer wieder erst einfinden. Das ist tatsächlich, das zieht sich durch die gesamte Saison, das Phänomen, dass wir nicht gut ins Spiel kommen. Auf jeden Fall. Kann ich Ihnen leider nur zustimmen. Leider Gottes. Heiliger Bimbam. Menschenskinder. Ja, wäre aber ein Foul gewesen. Von Bremen wurde irgendwo gehalten. Ne? Achtung. Schön. Schade. Und da ist Bremen wieder im Ballbesitz. Ja, eine Mannschaft, die Bayern München besiegen kann. Vor der muss man natürlich aufpassen. Ekici. Und wo ist unsere Defensive? Wo ist unsere Defensive, Freunde? Sehr schön. Sereno war da zur Stelle. Die Nummer 17 bei Köln. Sascha Rita. Schnell zu Cole Phelps. Ach, aber die Außen geht da nicht viel. Da stehen die auch verdammt gut. Bayern führt gegen Augsburg. Das war zu erwarten. Das ist für Bremen natürlich jetzt noch mehr Anreiz, Gas zu geben, wenn die hören, dass Bayern führt. Was ist denn da los? Fridolin Schlömpel konnte und gerade so klären. Das ist natürlich auch hinten gefährlich, wenn der Frido zum Kopfball steigen muss gegen die großen Bremer. Absolut. Da ist Naldo schon fast wieder zur Stelle gewesen. Okay, jetzt schnell den Konter einleiten. Schön zu Lukas Podolski. Der rennt einfach weiter. Oh, der kann durchziehen. Wunderbare Chance. Wunderbare Chance. Kann das machen. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Nein.
Tim Wiese bleibt stehen, ganz cool. Ich konnte auch nicht lupfen, weil er nicht rausgekommen ist. Es war zu gefährlich. Aber die Situation bleibt heiß. Schöne Attacke hier, der Kölner. Zack, zu Novakovic. Der zimmert einfach mal durch. Ah, das ist aber kein Zimmern. Nee. Das war eher ein Zimmermädchen. Ein Zimmermädchen, ja. Ja. Den hat Tim Wiese locker gehabt. Keine Chance hier. Kein Problem vielmehr für den Bremer Torhüter. Schmitz. Aber zumindest einmal schnell gespielt. Der Konter, so ergeben sich dann halt auch Möglichkeiten. Schmitz gegen Schlömpel, das muss er abseits gewesen sein. War es aber nicht offensichtlich. Da ist Eckball, Jerome erklärt. So, da sind wir die großen Bremer. Diese Ecken ist natürlich saugefährlich. Der muss, kommt doch ran! Oh Mann, da oh Mann, kommt oh Mann, er nicht oh Mann, raus. Oh Mann, und das meine ich, da ist Naldo. Wie angesprochen, 19. Minute, 0:1. Guter Treffer von Naldo, aber da sah die Abwehr auch wirklich alt aus. Also ich habe es schon kommen sehen. Ja, ich auch. Gronkh leider nicht. Ja, Gronkh kam irgendwie nicht aus dem Kasten. Es war ein Ball im Fünfer. Ja, den hätte er haben müssen. Den hätte er echt haben müssen. Und da war wieder das Problem angesprochen, die Kopfballstärke der Bremer. Und da ist natürlich so ein Fridolin Schlömpel, der sieht ja natürlich alt aus, ne? Aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf, liebe Sportsfreunde. Wir haben schon so oft ein Bällchen kassiert. Und wir haben ja auch gerade gesehen, schade, dass Lukas Podolski da den Treffer nicht erzielen konnte, beziehungsweise ich in der Haut von Lukas Podolski. Habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, aber es war auch keine leichte Situation, da gegen Tim Wiese zu bestehen. Kakao jetzt hier. Ja, gegen Sereno, der lässt sich nicht so leicht austricksen. Da drei Mann auf Pizarro und Pizarro kann sich immer noch behaupten, das kann doch nicht wahr sein. Und kommt zur Flanke und das ist immer wieder gefährlich dann. Ja, Fridolin Schlömpel steht da ganz schlecht. Das ist auf jeden Fall die Schwäche hier im Kölner Spiel, die die Bremer schon ziemlich schnell durchschaut haben, muss ich sagen. Sarraza rennt aus mit. Und er probiert es mit einer Flanke, weiß ich jetzt schon, weil ich die Flanke schlagen werde. Jetzt! Oh Mann, scheiße. Schön. Sascha Rita, komm schon Rita. Heiliger Bimbam. Wiese ist zur Stelle. Macht auf der anderen Seite alles richtig. Oh. Ja, das sieht gefährlich aus. Sereno nochmal zur Stelle. Er hakt nach, der gibt Einsatz, der Mann, der Kölner. Der Kölner Defensivspieler. Aber Bremen doch durchaus hier leicht die spielbestimmendere Mannschaft, das 1:0. Ja, also wir sind ja nicht... Nee, ist auch ein sehr offensives Spiel, muss ich dazu sagen. Also wirklich, hier geht es reiner Schlagabtausch jetzt die ganze Zeit. Schon einige Sachen dabei, die interessant werden hätten können, leider nicht wurden. Hä? Ah, den holt sich Sarraza zurück. Zu Fridolin Schlömpel, seinem alten Mannschaftskameraden. Schade. Lukas Podolski verschätzt sich da. Marco Marin zu Kakao. Der will den Ball zurück. Doppelpass. Schönes Doppelpassspiel. Die beiden Kleinen hier. Marco Marin gegen Frittchen. Wer kann sie behaupten? Marco Marin passt den Ball weg. Geht auf Nummer sicher. Pizarro. Pizarro, die Nummer 24. Es wird gefährlich. Sereno nochmal da zur Stelle gewesen. Timbo schon mittlerweile hinten. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen mehr offensiv gehen jetzt hier, oder? Kann gefährlich werden gegen die konterstarken Bremer, aber es bleibt uns ein anderes über. Sehr schön gesehen. Ah, minimal, schade. Schade. Ja, ich wirklich schade. Hätte ich schön abziehen können. So, die Spieler kommen zurückgelaufen alle. Ich habe wieder auf sehr defensiv umgestellt. Zack, Frido. Das ist stark. Das ist stark. Wunderbares Ding. Oben rennt Nova. Nein! Wieso passt er denn genau gegen den? Also das verstehe ich nicht. Aber die Chancen wären da gewesen. Die Chancen wären mittlerweile durchaus da gewesen. Schon. Schade, schade, schade. Wirklich schade. Gehen nochmal gerade auf sehr offensiv. Jetzt sind sie eh alle hinten. Vielleicht kriegen wir die dann schnell umgeschaltet. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so, als würden wir uns da einschnüren lassen von Bremen. Ne? Der kommt nee, absolut kurz. Nicht. Der kommt also, kurz. Der kommt viel zu kurz. Ach du heilige Scheiße. Das ist noch... Boah. Das hätte übel ausgehen können gerade. Da war ich noch nicht nach vorne gelaufen, als der Pass da kam.
habe ich mich ein bisschen verschätzt, du dich auch. Und dann passiert ganz schnell mal sowas und es wäre natürlich jetzt bitter gewesen. Hätten wir deswegen das 2:0 kassiert, ne? Ja gut, Halbzeit. Abgesehen von der letzten Aktion jetzt hier gerade, war das doch ein durchaus gutes Spiel. Ja, ein passables Spiel von uns. Wir haben uns gut geschlagen gegen Bremen, haben allerdings ein wichtiges Tor kassiert. Deshalb 0-1, es wären 0 Punkte, dann wären erstmal raus da oben aus dem Rennen. Ja, deswegen müssen wir uns in der zweiten Hälfte richtig, richtig anstrengen. Schauen wir noch ein bisschen auf die Statistiken, würde ich sagen. Ja, auch die heutigen Begegnungen, Halbzeit bei den anderen Spielen. Bayern führt 1-0 gegen Augsburg, Gladbach liegt 0-1 zurück gegen Hertha. Genau wie Schalke gegen Hannover zu Hause, das ist eigentlich interessant. Also das heißt, da hätten wir eine Chance, an Schalke nochmal ranzukommen. Hamburg 1-0 gegen Leverkusen. Leverkusen auch am Verlieren. Wunderbar wäre das für uns. Mann. Wir müssen jetzt eigentlich gegen Bremen alles geben. Gegen Nürnberg, ja. Gegen Bremen alles geben. Gegen Bremen alles geben. Es ist schade, wenn FC diese Chance hier nicht nutzt. Wir werden uns von den anderen Mannschaften quasi Geschenke verteilen nochmal zum Saisonende. Komm schon, Mann. Wir müssen unter und mit Ballbesitz hier vom Felde ziehen. Ach, nicht vom Felde ziehen. Tore von auf dem Felde schießen. So, jetzt weg mit dem Ding. Schnell. Schön. Sehr gut reagiert. Ach du Kacke. Die schirmen super ab. Ja, die stehen super im Raum. Muss man einfach sagen. Der könnte ganz gut sein, der Ball. Lukas Podolski ist der schnellere Mann. Hier bei dieser Situation, Nova steht bereit in der Mitte. Der Ball kommt schön, aber leider nicht schön genug. Hinten nochmal. Sarraza hier, pam, zu Timbo. Pam, der zimmert einfach mal muss durch. Muss aber Eckball geben, gibt oder? Gibt Eckball, mit Sicherheit. War das Timbo oder Nova? Hä? Nee, war kein Eckball, war vorbei. Habe ich anders gesehen. Habe ich auch ganz anders gesehen. Ich wollte schon fast Handelfmeter fordern. So, nächste Aktion hier. Auf jeden Fall machen wir Druck. Auf jeden Fall können wir das schaffen. Man sieht's ja. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Was war da nur passiert? Peschko jetzt am Ball. Der Angriff von Lukas Podolski eben hat nicht gefruchtet. Aber nochmal. Der Kölner, Starstürmer. Einwurf für den FC. Kakao wird ausgewechselt, aber Arnautovic kommt rein, das ist offensiv für offensiv, da wird sich am System der Bremer nicht viel ändern. Wir sollten vielleicht auch mal bald checken, dass wir ein paar frische Männer reinbringen. Wir haben es im letzten Spiel gesehen, es hat doch schon was gebracht, wo wir Pizzoni, glaube ich, nochmal reingehauen haben. Ah ne, war das Pizzoni? Ja, Jalo, oder? Ich weiß gar nicht mehr gerade. Schön. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht. Ich komme noch nicht durch. Eigentlich auch schön durchgelassen von Cole Phelps da, der Ball eben. Und dann zu Novakovic. So. Schmitz jetzt am Ball. Zu Borowski. Bremer Stürmer erneut. Gute Situation über den frischen Arnautovic. Ach du Scheiße, Mitte ist frei. Schön. Sascha Rita hat sich da reingeworfen, rettet das Bällchen. 2:0 für Hannover übrigens gegen Schalke. Peschko jetzt am Ball. Über die Außenlinie. Ja. Leider ins Aus. Mann. Komm kaum zum Zuge. 62. Minute. Oh, noch gut im Ball im Spielfeld gehalten hier von Bremen. Arnautovic ist natürlich ein kleiner Trickser. Arnautovic über die linke Seite greift Köln an. Eckball für Bremen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu defensiv werden. Die Chancen waren da. Mann, sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Ui. Auch gefährlich jetzt nochmal. Bremen zieht nach. Die Ecke hat nichts gebracht, aber die sind noch am Ballbesitz. Oh Mann, ey. Jetzt wieder viel mehr. Menschenskinder. So, kommt Köln aus der eigenen Ecke raus. Können die das schaffen, die Jungs? Die Kicker vom Rhein. Die Kicker aus der Domstadt. Timbo jetzt einmal. 8. Minute. Er gibt Gas. Macht's alleine. Sagt seinen Jungs, sie sollen alle in die Mitte gehen. Denn da kommt jetzt was geflogen, was Schönes. Leider nicht schön genug, mal wieder. Ne, die Flanken kommen nicht gut heute. Flanken kommen echt nicht gut. Aber es ist echt schwer, gegen Bremen zu spielen. Gegen Bremen Tore zu schießen. Wir müssen, glaube ich, auf Konter setzen. Und wir hatten so schöne Torchancen schon. Meine Fresse. Schade. Dass daraus nichts geworden ist. Muss man einfach so stehen lassen. So, wir wechseln auch mal aus, würde ich sagen. Ja, die Frage ist, wen willst du einwechseln?
Jetzt die Frage ist, es bringt auf jeden Fall was, wenn die frisch sind. Novakovic zum Beispiel. Da können wir mal Saraza hinsetzen. Dann hier den Timbo tauschen, damit wir Offensivkräfte mobilisieren. Und dann nehmen wir hier einfach Jalo rein. So. Als frischen Mann. Okay, versuchen wir es. Nova bringt ja echt nichts. Wir können ja eh nicht über Kopfbälle gehen. Da müssen wir die Spritzigkeit unserer Spieler auskosten, die wir haben auf dem Felde. Meiner Meinung nach, oder? Ja, warum nicht? Was ist deine Meinung dazu, Taktik, Timbo? Ja, kann man machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das bringt gegen Bremen, aber versuchen kann man es, ja. So, jetzt möglichst nicht nach oben. Schön, sehr schön gesehen. Cole Phelps. Peschko probiert ihn durchzuzimmern. Cole Phelps am Ball. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Schüsschen heute von uns die ganze Zeit. 3-4 Torabschlüsse und immer so Schüsschen. Ist kein Abseits, glaube ich doch. Abseits von Arnautovic auf Bremer Seite. Nach dem guten Angriff der Kölner haben sie direkt einen Konter eingeleitet, aber der wurde nichts. Schade, schade, schade. Tim Wiese macht einen mega guten Job heute auch. Ja, muss man sagen. Hält verdammt gut. So, flach rüber gepasst. Köln jetzt hoffentlich wieder im Spiel. Nächster Angriff der Kölner. Schön. Super weitergeleitet. Außen. Achtung. Komm in die Mitte. Zu Saraza. Der dribbelt sich da durch wie ein Fuchs. Aber. Oh Mann. Ey, wieder ein Fuß am Ende dazwischen. Ja, der Fuß von Naldo war das, glaube ich. Ja, der hat einen großen Fuß. Ja. Der lebt auf großem Fuß. Ja, Jalo. Greift an. Ist eingewechselt worden. Ah, guck dir das an. Das ist wunderbar. Natürlich extrem souverän da hinten. Absolut. Die Bremer spielen hier uns wirklich was vor. Und das ist traurig, denn eigentlich hätten wir hier schon mehrere Tore erzielen können. Die Zaro wird da, glaube ich, jetzt ausgewechselt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Nein, ja. Doch. Pizarro geht raus, Rosenberg geht dafür rein. Ja, aber es ist auch Stürmer für Stürmer. Also sie werden jetzt nicht unbedingt defensiver, obwohl sie natürlich ein bisschen defensiver stehen werden bei dem Spielstand, klar. So, der frische Jajalo jetzt nochmal. Hier, Einwurf der Kölner. Zack, rüber gedribbelt und wieder ins Aus. Das passiert mir heute irgendwie öfter. Das kann doch nicht wahr sein. Einwurf, Mann, erneut, Mann, Mann. Für Bremen. Bayern 3-0, also die schlachten Augsburg richtig ab. Schade. Ja. Das ist ein Foul. Ja, war eindeutig ein Foulspiel. Schade, schade, schade. Und die Zeit rennt davon. 85. Minute. Köln hat immer noch kein Tor erzielt, obwohl so viele Chancen für ein Türchen da waren. Ah, den aber hat hier. Bumm sicher. So, rüber damit. Und jetzt alles nach vorne. Komm schon. Alles, was wir haben, nach vorne. Saraza. Zu Cole Phelps. Was macht er? Was macht er, der coole Cole? Nicht viel. Nochmal, erneuter Angriff. Frittchen. Man muss noch was drin sein. Mama. Ist da noch was drin? Boah, nach hinten? Ja, wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ursprünglich. Und direkt auf. Nein! Scheiße. Wir kommen nicht mal zum Abschluss. Die Bremer versperren das Tor unfassbar gut. Ich glaube, wir kriegen keinen Angriff mehr. 3 Minuten Nachspielzeit dürften jetzt nach dem Einwurf vorbei sein. Schnell nach vorne. Alles, was wir haben. Schnell nach vorne. Komm. Zack. Wir sind in der Hälfte des Gegners. Da könnte noch was rausschwirren. Jetzt keine blöde Aktion. Der kommt super, aber nicht gut genug leider wieder mal. Bremen feuert die Bälle raus. 1-0. Schade, schade, schade. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. War ein sehr gutes Spiel der Kölner Mannschaft. Wir haben gekämpft. Und trotzdem konnten wir das Spiel nicht für uns entscheiden. Wurden absolut nicht belohnt. Und ich bin mal gespannt jetzt auf die Bewertung von Tim Wiese, denn er hat echt ein gutes Match gemacht. Ja, wir haben allerdings waren die Stürmer auch nicht durchschlagskräftig vorne. Und die Abwehr, auch unglaublich stark, der Bremer. Ach ja, ach ja. Ja, traurig, traurig. Jajalo bei seinem Einsatz. Auch Saraza nicht gerade begeistert, hier zu sehen auf meinem Bild. Er regt sich auf. Verständlich. Ja, ist schade. Saraza hat am Ende auch nochmal eine Schusschance, aber selbst da war wieder ein Bein dazwischen. Ja.
Und den hatte ich eigentlich perfekt abgemessen, glaube ich. Ich habe es richtig gefühlt, wie der Ball da durchzimmern würde. Ja. Aber wenn es da nicht der defensive Spieler hatte, dieses Bällchen, dann hat er das Bällchen Tim Wiese. Hier sehen wir noch mal ein paar Highlights aus diesem Spiel gegen Werder Bremen. Leider hat das Bremen für sich entschieden, dieses Spiel. Ja. Und Tim Wiese, einen unglaublichen Job. Die Bremer Defensive war sehr gut. Die Offensive hat gar nicht mal so viel von sich sehen lassen. Es war eigentlich nur ein blödes Kopfballtor, wo Gronkh nicht zur Stelle war. Ja. Das dazu geführt hat. Ja, und deshalb ist Bremen jetzt 9 Punkte vor. Ja. Boah. Deprimierende Niederlage. Okay, komm, das will ich nicht nochmal sehen, das Tor. Die anderen Ergebnisse nochmal schnell. Bayern gewinnt 3-0 gegen Augsburg. Gladbach verliert 1-2 gegen Hertha. Schalke verliert tatsächlich 0-2 gegen Hannover. Leverkusen verliert auch 1-2 gegen Hamburg. Und Freiburg gewinnt 2-0 gegen Nürnberg. Also das wäre unsere Chance gewesen. Ja, unsere Chance gewesen. Allerdings macht unsere Niederlage aus diesem Grund auch nicht ganz so schlimm. Denn wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Und man muss dazu sagen, die Punkte sind ja jetzt nicht weiter ausgebaut worden von dem direkten Konkurrenten. Und das sind definitiv Schalke und Leverkusen gewesen. Ja, aber wir hätten halt Bremen nochmal zu einem direkten Konkurrenten machen können. Durch absolut. Schade, schade, schade. Absolut. Schade, schade, schade. Waren 6 Punkte Spiel, als wir verloren haben da oben. So. Friedchen mit dem starken Spiel. Und Spieler des Tages ist Naldo. Ja, absolut. Ja. Und Tim Wiese auch mit einer 7,2 Bewertung. Also die beiden Jungs haben es verdient. Friedchen auch ein sehr gutes Spiel gemacht, hat er auch. Ansonsten Jerome Mail, von dem hat man nicht viel gesehen vom Kapitän heute. Und der Sturm, ja, leider hat er keine Treffer erzielt. Auch Novakovic hier, der eingewechselt wurde, beziehungsweise ausgewechselt dementsprechend. Auch nur eine 5,4. Nicht gerade die beste Bewertung hier. Spielinfo können wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und da sehen wir, meine Fresse, wie traurig ist das denn? Ja, Bremen hatte vorne halt nichts zu sagen eigentlich. Wir waren Bremen schon eine bessere Mannschaft. Also das ist sowas von enttäuschend, wenn ich jetzt hier nochmal die Statistik sehe. 6 Schüsse aufs Tor, kein Tor. Ein Schuss aufs Tor, ein Tor. So sieht's aus. Und ja, das führt zu diesem Ergebnis. Und das führt zu diesem Ergebnis. Ich kann es nur nochmal betonen. Bitter, bitter, bitter. Eine bittere Pille. Und wir müssen jetzt natürlich auch schauen, dass da nicht einer uns noch überholt in der Liga. Ja, genau. Daran habe ich auch schon noch gar nicht gedacht. Ja, das habe ich verdrängt förmlich. Gucken wir jetzt doch nochmal drauf auf die Tabelle. Werfen einen Blick auf die Statistiken. Wenn er denn hier mal lädt, Assistenztrainer. Sperre aufgehoben. Ach, Martin Lanik, der ist endlich wieder da. Ja. Den völlig vergessen, hier, den guten Mann. Aber der hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass wir verloren haben, der gute Martin. Ich glaube auch nicht. Den können wir denn da mal wieder reinbringen. Martin Lanik ist ja immerhin hier gegen Petit gekommen, ne? Oder? Ja, ich würde Lanik sogar für Peschko spielen lassen, je nachdem. Ja, nehmen wir Petit mal hier raus. Obwohl, da können wir eigentlich McKenna oder hier, hier mal. Und dann nehmen wir da nochmal Petit für rein, oder? Da ist er doch, da oben. Weil der doch durchaus eine bessere Bewertung hat. Ne? Ja, obwohl er in echten seit Ewigkeiten verletzt ist und gar keine Rolle mehr spielt, nicht mal mehr im Kader ist. Ja. Leider Gottes. War ja auch mal echter Star, kann man ja sagen. Vor vielen Jahren. Gut, Strategie ist umgestellt. Vielen Dank für die Information, Herr Assistenztrainer. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hier. Oh, da wurden wir überholt tatsächlich. Ich sehe es schon. Hoffenheim. Hoffenheim hat uns überholt. Aber da ist noch auf jeden Fall einiges drin. So, es sind noch 5 Spiele. 5 Spiele. Ah, lass mich kurz rechnen. 15 Punkte. 15 Punkte. Müssen, wenn wir jedes Spiel gewinnen sollten, was wir eh nicht tun. Aber wir könnten ja theoretisch nicht mal mehr Meister werden. Selbst wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen würden und Bayern alles verlieren würde, könnten wir nicht mehr Meister werden. Wir könnten aber. Ach, Wolfsburg, ja, 2. Platz immer noch. Haben auch ein gutes Spiel gemacht. Aber Bremen ist da jetzt im Nacken natürlich. Ja. Eindeutig. Und Dortmund, da ist noch einiges drin. Also ich sehe da noch nicht schwarz. Es sind nur 4 Punkte auf Dortmund, mein Freund. Ja, wir können es noch schaffen. Das ist noch absolut drin. Und wir spielen ja hoffentlich auch nochmal gegen einen dieser Vereine. Ja, hoffentlich nicht. Ja, das nächste Spiel geht gegen Mainz. Ja, also wenn wir da nicht gewinnen, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Nee, das wird ja düster, wenn wir da nicht gewinnen, ne? Das wird ja eher düster bis wolkig. Heiter bis wolkig, ne, war das. Naja, liebe Sportsfreunde, ein bisschen deprimierend das ganze Spiel heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. War ja ein lustiges Match, war schön anzusehen. Wir haben gekämpft, wir haben unser Bestes gegeben. Wir müssen dann so eine Niederlage einfach auch mal hinnehmen. Was will man machen? So ist das nun mal im Fußball. So ist es. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Mainz und auch sehr gespannt auf eure Tipps. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich auch. Bis dann, bleibt dabei.